Herzlich willkommen heute zur Yoga-Praxis Mula Bandha, kraftvoller Beckenboden und eine kraftvolle Energie, die so aussteigen kann. Mula Bandha ist eine der Geheimtechniken und Franzi wird heute euch zeigen, wie man den Beckenboden eben ganz gezielt einsetzen kann, damit er nicht nur kraftvoll und entspannt ist, sondern eben auch, dass die Energie hochzieht. Denn es ist die Basis dieses Mula Bandha. Und in der Tradition von Krishnamacharya ist sehr wichtig, dass man auch den Bauch nach innen saugt und Beckenboden und Bauch miteinander verbindet. Und wenn du das wirklich korrekt ausführst mit diesen Vorübungen, wirst du eine unglaubliche Energie spüren und es ist auch die Basis für einen gesunden Rücken. Ich wünsche dir viel Inspiration und Energie bei dieser Mula Bandha Praxis. Lege dich nun in Rückenlage zur Praxis und wenn du einen Block hast, nimm einen Block zwischen die Beine. Wenn du keinen hast, kannst du auch das Sitzkissen oder ein dickes Buch und dann leg die Hände auf den Bauch. Und mit der nächsten Ausatmung ganz langsam den Bauch nach innen ziehen und gleichzeitig den Block leicht zusammenpressen und einatmen, wieder lösen. Dann kannst du die Augen schließen und das spüren, Bauch nach innen ziehen, Bauchnabel und den Block leicht zusammenpressen und wieder einatmen, lösen. Jetzt achte, dass du die Ausatmung etwas langsamer machst, mit der Kehlatmung, mit dem leichten Geräusch. Und wieder ein, Bauch weich werden lassen. Und der Fokus ist im Bauchbereich, Bauch einziehen. Sehr schön. Und dann wieder einatmen, Bauch weich werden lassen, weit. Und aus. Und den Block sanft zusammenpressen. Wiederhol das einige Male. Einatmung ist kurz und die Ausatmung ist langsam und der Druck ist gleichmäßig mit dem Block. Eine wunderbare Übung, um den Beckenboden aktivieren. Sehr gut für den unteren Rücken, der so in den Boden hineinfließt, lang wird. Und der Atem fließt. Und dann noch einmal einatmen, ausatmen, nochmal Druck geben und dann kurz den Atem anhalten. Und dann einatmen, lösen und dann kannst du den Block langsam lösen zwischen den Beinen für die zweite Übung, den Block auf die Seite legen und die Fußsohlen zueinander, Knie auseinander in die liegende Haltung. Sehr schön. Wenn das hier unangenehm ist, kannst du auch etwas unter die Knie legen, wenn du noch nicht so weit kommst. Und dann nimmst du die Arme V-förmig weit auseinander. Und jetzt beim Einatmen die Fußsohlen zusammenpressen und den Beckenboden, die Sitzbeinhöcker aktivieren, Sitzbeinhöcker zueinander anspannen, kurz halten und ausatmen, lösen, loslassen. Und wieder einatmen, den Beckenboden aktivieren, spür, was da geschieht, ausatmen, lösen. Wieder mit der Kehlatmung intensiv wieder ein, Spannung aufbauen, kurz halten und entspannen. Beobachte, was da in den Gelenken geschieht, in den Hüftgelenken. Und wieder ein und aus. Und wenn du den Beckenboden mit dem Einatmen anspannst, hat es eine andere Wirkung als beim Aus. Und wir üben heute beides. Ein, anspannen und aus, entspannen. Wieder ein
und aus. Noch ein letztes Mal ein und aus. Dann einen Moment nachspüren, die Wirkung jetzt im Körper. Beobachten, im Beckenboden hineinspüren. Beobachten, wie hat es gewirkt. Und jetzt ganz entspannt in den Bauch einatmen. Der Bauch wird weich. Und jetzt langsam den Bauchnabel nach innen saugen und den Beckenboden fest anspannen, den Atem kurz halten und einatmen wieder lösen. Einatmen, Bauch wieder weich werden lassen, weit und ausladen. Der Bauchnabel saugt nach innen, den Beckenboden anspannen, halten und ein. Und beobachte, wie dieses Anspannen ganz anders wirkt. Dieses Mula Bandha, den Bauch nach innen saugen, Beckenboden aktivieren. Der Atem fließt. Ganz tief in diesen Beckenboden hineinspüren. Halten. Und wieder ein. Das ist Atemkontrolle, Körperkontrolle. Und beobachte, wie der Atem dir hilft, den Beckenboden zu erreichen, in tiefe Schichten hineinzukommen. Und wieder ein. Und aus. Atem wieder einsaugen. Und dann löst du langsam die Übung, streckst die Beine aus, die Arme nah beim Körper. Und spürst einen Moment den Atem, wie der Atem jetzt ist, wie er fließt, die natürliche Atmung. Und das ist sehr gut auch für den unteren Rücken, Mula Bandha. Vielleicht kannst du merken, dass der Unterrücken schon sich am Lösen ist, die Spannungen bis in den Hinterkopf, bis in den Nacken. Denn jetzt, wenn die Spannung sich löst, fließt die Energie vom Kreuzbein bis zum Hinterkopf. Und dann zur nächsten Übung die Füße aufstellen und den Block wieder zwischen die Beine. Eine ganz tolle Schulterbrückenvariante für den Beckenboden. Nimm die Arme auf Schulterhöhe. Und nun atme ein, heb das Becken, die Füße aktiv in den Boden schieben, Block jetzt zwischen den Beinen. Und dann ausatmen, ganz langsam den Beckenbereich etwas senken und gleichzeitig Druck gegen den Block, bis das Kreuzbein fast am Boden ist. Und dann halten die Spannung, Atem halten, Spannung halten. Und einatmen, wieder lösen, das Becken heben, in den Bauch einatmen. Und ausatmen, wieder den Bauchdecke, Becken senken. Und jetzt den Druck etwas erhöhen, Block zusammen, Bauch nach innen und halten. Und wieder ein. Und erlebe jetzt dieses Mula Bandha ganz bewusst. Spür auch die tief liegenden Bauchmuskeln, den Transversus. Und dann einatmen, wieder lösen. Wenn du Anfänger bist, das Ganze etwas schneller wiederholen. Und wenn du sehr geübt bist, etwas langsamer ausführen, auch mit dem Atem halten. Finde deinen Rhythmus, dein Atmen. Und dann bleib in dieser Position, Kreuzbein ist in der Luft, 5 cm bleib. Und jetzt beim Ausatmen ganz langsam den Block pressen. Einatmen, lösen, leicht lösen.
Und ausatmen, wieder leicht zusammenpressen, diese Körperkontrolle. Mach das noch ein paar Mal. Ausatmen, pressen. Und dann ganz langsam die Übung lösen, Rücken ablegen und dann kannst du den Block lösen und kommst über die Seite hoch in die Hocke, auf die Füße und dann kommst du in diese Hockenvariante, Beine weit auseinander und wenn das in den Fersen nicht geht, kannst du auch etwas unter die Fersen legen, eine Decke oder einen Block so abstützen. Und dann schaust du mal in diese Position, dass du dich aufrichtest. Dann schließt du deine Augen und jetzt beim Ausatmen aktivierst du deinen Beckenboden, bringst die Sitzbeinhöcker zueinander. Und beim Einatmen richtest du dich wieder auf, verlängerst die Wirbelsäule. Und beim Ausatmen dieses Aktivieren des Beckenbodens. Und schau, was dann geschieht im Becken. Wieder einatmen. Schau, was geschieht beim Mula Bandha mit den Füßen, wenn du den Beckenboden aktivierst, sich das verändert. Und beim Einatmen lässt du den Beckenboden weich werden. Und beim Ausatmen lässt du ihn fest werden, Kraft. Und einatmen, weich, Yin. Und beim Ausatmen lässt du ihn Yang fest werden, kraftvoll. Eine der besten Übungen für den Beckenboden, sehr lösend auch für die Lumbalfaszie. Und dann ganz langsam löst du diese Übung, kommst ins Sitzen und die Beine weit auseinander. Beine weit auseinander. Wenn du noch nicht so gut aufgerichtet bist, kannst du auch ein Kissen unter das Becken nehmen. Wichtig ist, dass das Becken aufgerichtet ist. Dann atmest du ein, hebst die Arme nach oben und beugst dich ausatmend langsam aus der Hüfte nach vorne und saugst jetzt den Bauch nach innen, kommst mit den Armen nach unten, legst die Hände auf den Boden, Bauch einziehen, ausatmen und dann kurz halten, Atem halten, Beckenboden spüren. Einatmen, wieder hochkommen in die Verlängerung, spür die beiden Sitzbeinhöcker. Und ausatmen, nach vorne beugen und den Bauch einsaugen. Kurz halten, Beckenboden fühlen. Und einatmen, wieder aufrichten. Eine ganz tolle Variante auch für den Beckenboden. Aus, lange aus. Dann halten. Und wieder ein, Länge in der Wirbelsäule, Aufrichtung im Becken und aus. Und dann bleibst du so unten in dieser Position. Unterarme kannst du ablegen. Und nun spürst du nur diesen Beckenboden und atmest so entspannt hinein. Beobachtest die Wirkung des Ein- und des Ausatmens. Wir lassen nochmal los, dass wir ganz weich sind und weit sind im Beckenboden. Und wir lassen den Atem nochmal länger fließen, Pranayama. Und spüre nochmal, wie jetzt der ganze Bereich sich anfühlt. Beckenbodenbereich, aber auch der Bereich des unteren Rückens, die Innenseite der Beine, ist alles miteinander in Beziehung. Und dann komm langsam hoch und komm ins Sitzen. Wenn du ein Sitzkissen brauchst, nimm ein Sitzkissen. Sonst ohne, komm so in den Schneidersitz, einen Yogasitz.
Und dann schließe deine Augen und spüre einfach mal deine Sitzbeinhöcker, wie sie jetzt im Kissen oder auf dem Boden sind. Die Verankerung, die Festigkeit. Und spüre dann den Beckenboden zwischen den Sitzbeinhöcken. Und spüre dann auch vom Kreuzbein, Steißbein, nach vorne zum Schambein, auch diesen Beckenbodenteil, vom Steißbein zum Schambein. Und dann spüre auch mal die innerste Schicht so des Beckenbodens, auch im Anusbereich. Spüre auch diese innere Schicht und vielleicht gelingt es dir schon, diese drei Schichten jetzt wahrzunehmen. Denn jetzt bist du bereit für ein ganz intensives Mula Bandha. Du atmest ganz langsam tief aus, ziehst den Bauchnabel nach innen, aktivierst den Beckenboden und hältst den Atem an. Und dann löst du das wieder ein, entspannt im Bauch atmen. Und ausatmen, saugst du den Bauchnabel nach innen, aktivierst den Beckenboden und hältst dann den Atem an, solange wie es für dich stimmig ist. Wiederhole das. Und vielleicht konntest du noch nie so bewusst dieses Mula Bandha ausführen. Körperkontrolle, Atemkontrolle. Ganz präsent sein in deinem Becken. Wiederhole das einige Male. Wer fortgeschritten ist, kann länger den Atem anhalten. Und wenn du Anfänger bist, nur kurz den Atem halten. Und dann löse dich von dieser Technik und beobachte die Wirkung auf den Geist. Deine Energie, dein Geist ist zentriert. Und jetzt kann die Energie hochfließen vom Kreuzbein bis zum Kopf. Und das Urvertrauen, die Basis im Leben, das Vertrauen ins Leben kann jetzt wachsen, dass du ein ganz starkes, tiefes Vertrauen spürst ins Leben, in dich selbst. Und dann schau nochmal, wie sich das zeigen kann, wenn du ganz viel Vertrauen hast ins Leben, dass du jede Krise, jede Herausforderung meistern wirst und dass du ganz voller Vertrauen durchs Leben gehst. Wie kann sich das in deinem Leben äußern, zeigen? Denn wenn du es jetzt spürst und sehen kannst, wird sich diese Praxis auch in deinem Leben zeigen. Und spür noch einen Moment die Stille, die Klarheit. Und dann nimm deine Hände vors Brustbein in Anjali Mudra. Ich wünsche dir von Herzen einen kraftvollen Beckenboden, viel Energie und ein ganz starkes Urvertrauen. Namaste.